Es ist scheiß dunkel, wenn das Fieber steigt. Wie unter Wasser, nur dass die Feuchtigkeit bleibt. Früh am Morgen, du sitzt verstohlen bei deinem Radio. Fällt die Decke dir auf den Kopf, du schaffst nicht. Hast keine Freunde und die ganze Welt hasst dich. Bleibt dein Leben jetzt immer so scheiße, Mann. Dann sag ich dir, wo man da hingehen kann. Die Schuhe und die Socke aus, Freunde, es ist direkt um die Ecke. Raus durch die Nacht und bist dann Winde. Ein Platz, wo man Krankheit einfach erfindet. Raus durch die Nacht und bist dann Winde. Ein Platz, wo man Krankheit einfach erfindet. Das ist die Krankheit für dich. Wissenschaftler nennen diese Krankheit Pardobromatrosis, glaub ich. Aber wir Durchschnittsdeutschen, die gern mal so einen schönen geklöppelten Victory von Deichmann oder einen ganz, ganz teuer im Fernost eingekauften Arbeitsschuh von, sagen wir mal, Engelbert Strauß an haben, wir kennen diese kleine, aber feine Krankheit unter dem Namen Kiesfüß. Sicherheitsschuhe sind drauf. Ich komm zwar rein, aber nie mehr raus. Eine Woche ging vorbei, jetzt ist es Juli. Mein Fuß ist endlich frei, doch die Freundin schreit: Du hast Käsefüß. Du hast Käsefüß, Schätzchen. Und deine Käsefüß tun meinem Riechorgan weh. Käsefüß, Käsefüß, schlüpf dich nicht an, Mann. Kannst du irgendwie diese Schicht abkratzen oder so? Komm zum Baba, bring dem Baba die Hausschuhe, lieber Hund. Arf, arf, vorher in Handkäse gedippt worden und einen ganz weiten Weg hierher hatte von mindestens mal Vogelfleisch. Die eine sagt so, die anderen sagen so, die eine sind nicht glücklich, die anderen sind nicht froh, aber viele sind der Meinung, es steckt viel mehr dahinter als einfach nur Käsefüß, sondern es steckt viel mehr Sinn hinter allen Sachen, die uns auf die Eier gehen. Und so kommen wir zu dem wunderbaren Thema der Verschwörungstheorien. Früher haben sich vielleicht Leute damit beschäftigt, dass diese ganzen esoterischen Geschichten überhaupt keinen Sinn haben. Aber heute haben wir uns viel weiterentwickelt, denn wir beschweren uns teilweise darüber, dass diese ganzen Maßnahmen, unter denen wir heute leben müssen, auch keinen Sinn haben.
Und es ist natürlich viel leichter, sich darüber zu beschweren, als einfach nur durch diese scheiß Maske atmen zu müssen, was ja auch keinen Spaß macht. Im nächsten Lied geht es um Leute, die im Internet viele Sachen behaupten, die so auf jeden Fall stimmen. Machen wir uns mal nichts vor. Das nächste Lied heißt im Original Cosmic Debris und bei uns Alu Genie. Und es geht 1, 2, 3, 4. Der Aluhutmann lebt im Internet, aber manchmal, da kommt er raus. Da trägt er eine von diesen Klappsonnenbrillen und erwartet tatsächlich dafür Applaus. Er erzählt von Hitler am Fließband bei VW in Südamerika. Also es würde es stimmen, er erzählt keinen Mist. Und all diese Stories, die werden wahr. Doch ich sag, pass auf, Brudi! Alle nennen dich nur Alu-Genie. Alle nennen dich nur Alu-Genie. Pass auf, Brudi, mich verarschst du damit. Der Aluhutmann wird dann auch leise und er guckt mich ganz zweifelnd an. Er zieht sich seinen Batik-Pyjama zurecht, er richtet seine Antennen und dann stampft er einmal mit dem Fuß auf, dreht sich zweimal um sich selbst, haut sich dreimal die Birne an der Tischplatte auf und sagt, die Beule ist synonym für die Welt. Er schreit, tot den Mainstream-Medien, a SpongeBob ist ein Held. Der Russe will helfen, Ken Jebsen hat recht. Und ein Tonmann aus Ilmenau steuert die Welt. Doch ich sag, pass auf, Brudi. Alle nennen dich nur Alu-Genie. Richtig, alle nennen dich nur Aluminium-Genie. Pass auf, Brudi. Mich verarschst du damit nicht. Ich hab selbst schon genug AA am Hals, also da brauch ich jetzt nicht noch unbedingt dich. Also schieb dein Zeug dahin, wo die Sonne nicht scheint, nerv die anderen und nicht mich. Aber ich hab ein verschlüsseltes Handy. Schreit er und ich sag, da bin ich wirklich froh. Für die Leute, die diesen Mist sonst anhören müssten und jetzt schau mal, richtig geht's so. Ich steck ihm zwei Kippen in sein Ohr und eine Klammer auf die Nase. Zwei Feuerzeuge tief ins Maul und betäube ihn mit Gas. Ich nehm ihm seine Kohle ab, denn ohne Kohle ist man frei. Pack ihn in einen Jutesack und schick ihn in die Mongolei. Da sitzt er jetzt in der Jutte rum, von Mongolen eingekreist und sagt, jetzt hört mir endlich jemand zu, doch verstehen tun die auch Scheiße. Und ich sag, pass auf, Rudi, alle nennen dich nur Alu-Genie. Yep, 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 yep. Versuch dich besser mal bei Springer zu bewerben tun, denn mich verarschst du damit nicht. Verarsch mich besser, nee. Wachsen, wachsen.